Ja, willkommen zu einem etwas anderen Video als sonst eigentlich gewohnt. Ja, ich habe den Satz modifiziert, jetzt ist ein Jahr davor, jetzt könnt ihr nicht sagen, er benutzt immer wieder den gleichen. Ja, ich begrüße euch mal wieder zu einem Let's Info. Es ist schon etwas länger her, dass ich mal wieder ein Let's Info gemacht habe. Aber jetzt ist mal Zeit und ich möchte das mal mit euch besprechen. Es geht hier nämlich um ein kleiner, nicht ein kleineres Anliegen, sondern vielleicht einen Vorschlag. Ich sehe, dass Skyrim nicht so oft gesehen wird. Also ja, jetzt einfach so von Rückmeldungen her. Und ich muss auch sagen, es macht mir im Moment am wenigsten Spaß, Skyrim aufzunehmen. Ich weiß nicht warum. Im Moment hat's mich einfach nicht mehr. Aber, jetzt muss ich mein Mikro hochschieben. Ja, weil ich's kann. Und dann schreibe ich hier mal in Skype an. Es ist nämlich so. Jetzt habe ich den Faden verloren wegen dem, der mir in Skype geschrieben hat. Ich meine natürlich. Das ist ein etwas größeres Spiel. Sprich, das kann man gut mal pausieren und dann mal wieder nach vorne holen. Und das möchte ich euch vorschlagen. Nämlich, dass ich Skyrim vorübergehend pausiere, bis ich entweder wieder Lust drauf habe oder der eine oder andere sagt, ey komm, mach doch mal weiter, weil das die Save States bleiben alle auf Steam und das kann man dann immer mal wieder nach vorne holen. Naja, und was hat das denn da vorzuschlagen? Denn irgendwas muss das ja Positives mit sich bringen, der Hässliche. Ja, nämlich mein, es gibt da mehrere Möglichkeiten, die ich euch da vielleicht so ein bisschen anbieten kann, wo ihr vielleicht wählen könntet. Die erste Möglichkeit, die ich da sehe, ist nicht so meine favorisierte, aber ich tue sie jetzt hier einfach mal kund. Die wäre, ich kaufe mir ja Ende März, ja, Ende diesen Monats, Bioshock Infinite. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Sonst alle, die gut Englisch können, Stein nach mir schmeißen. Ja, ich würde mir dann Bioshock Infinite holen und das Let's Playen. Ich tue aber hier nochmal sagen, es gibt zig andere Let's Play, das sicher auch machen werden und tausendmal besser als ich. Deswegen rate ich persönlich mal davon ab. Aber hey, ihr seid die Zuschauer. Wenn ihr das sehen möchtet von dem Hässlichen, der Let's Play keinen schreibt, können wir das gut machen? Dann mache ich das auch und spiele das komplett blind mit euch. Dann wäre die zweite Sache, die ich euch anbieten könnte, so ein kleines Auswahl-Dingsbums-Sache. Nämlich, ich hätte ja da wieder Platz und könnte da ein neues, frisches Projekt reinnehmen. Ja, das halt einfach so, weil jetzt halt die, weil Donkey Kong, muss ich sagen, hat sich jetzt ein bisschen eingelaufen. Das wird auch noch sehr viele Parts gehen. Dark Messiah ist so in der Mitte ungefähr, das ist auch bald vorbei und Arkham City ist auch bald vorbei, aber es sind halt so ein bisschen eingesessene Projekte jetzt schon ein paar Monate und dann vielleicht, dass ihr da mal was Neues sehen möchtet. Da könnt ihr natürlich jetzt auswählen. Ich hätte jetzt da zum Beispiel gerade da, wenn ich gerade sehe, meine Spielsammlung. Ja, das erste, das ihr vielleicht auswählen könnt, ist Brothers in Arms Earned in Blood. Ich habe Brothers in Arms 1 schon gespielt, wäre dann der nächste Teil. Ich wollte die Trilogie sowieso durchrocken mal. Und dann wäre das der zweite Teil. Könnt ihr euch entscheiden, habe ich schon mal privat durchgespielt. Sehr schweres Spiel, aber egal. Dann kann ich mal zeigen, wie schlecht ich bin. Dann wäre ein anderes Spiel, das ihr noch wählen könnt. Necrovision. Ein ganz komisches Spiel, das mich in einem Laden angelächelt hat. Spielt im Ersten Weltkrieg mit Zombies, Vampiren, einer Atombombe und Toten, die aus ihren Gräbern kommen. Übelst schräges Spiel, schon die Verpackung sieht schräg aus. Könnte ich euch anbieten, habe ich selbst noch nie gespielt. Wäre vielleicht nochmal ganz lustig, weil ich ja keine Horrorspiele als solche spiele, weil ich ziemlich ängstlich bin. Vielleicht wäre das ja ganz lustig mal zum Sehen oder vielleicht ist das auch der größte Murks, aber ja, das könnt ihr davon, könnt ihr, das könnt ihr auswählen. Dann das letzte, das ich euch noch anbieten könnte, wäre ein Spiel, das ich pausiert habe. Das wäre nämlich Xenoclash. Ein Spiel, wo man Leute verprügelt, auch wenn sie ganz schnell wieder jemand an. Ja, und ja, das ist halt so. Und da könnt ihr auch noch draus wählen, Leute zu verkloppen. Ich würde mich über eure Teilnahme freuen. Schreibt mir doch eine PN oder einen Kommentar in das Video. Und dann sehen wir uns in einem nächsten Part von meinen Let's Plays oder generell irgendwo mal wieder. Dann sage ich Peace, ich bin draußen, auf Wiedersehen.